Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Let's Play Mass Effect 3. Und ähnliche Mission wie die letzte machen wir jetzt auch diese Folge. Denke ich mal zumindest, dass das so sein wird. Ich glaube nicht, dass das Bodenmissionen sind. Und die erste ist hier im Hades Nexus. Ein Flüchtling vermutet, dass sich irgendwo auf Gai Hinom im Hades Nexus eine proteanische Sphäre befindet. Finden Sie die Sphäre und informieren Sie den Mann im Flüchtlingslager der Citadel. Wo war das? Hades Nexus. Hades Nexus Gai Hinom. Okay. Das wird man finden können. Hades Nexus. Hades Nexus. Hades Nexus Mods. Es gibt den Hades Gamma. Aber keine. Was? Da war. Was ist das denn? Da ist nix. Die Grotzwiege. Limbus. Oh, was? Proteanisches Artefakt beschaffen? Ach so. Okay, da gucke ich mal hier. Das Gamma war. Das Gamma ist ja nicht Hades Nexus. Stehst du? Was? Die Planeten heißen ja auch anders. Humidor? War das? Nee, es war nicht Humidor. Frenata, Karkus, Dis und Plutus, das waren andere. Nein, das sind andere. Das bringt uns hier gar nicht weit, nee, gar nicht weiter. Dekuna dann halt. So, Dekuna im Nimbus, ganz normal, nicht im Nimbus-Cluster. Nimbus-Cluster war die nächste Mission direkt. Dekuna ist das hier? Nein. Attica Beta, Gemini, Arcturus, Pferdekopf, Anos, Aeton. Tene Nimbus. Der Würgeschlund Valhalla nicht. Nima Cluster Attica B. Ach komm. Okay. Dann machen wir weiter mit Nimbus Cluster. Nimbus Cluster hier. Eine Militärausbildung der Asare bindet die Texte aus der Bibliothek von Asha. Beschaffen Sie die Texte im Nimbus Cluster und bringen Sie die ins Purgatory of the Citadel. So. Nimbus Cluster haben wir gesehen. Wenn ich mich nicht getäuscht habe. Nimbus, das war hier links, ne? Irgendwo. Da, Nimbus. So. Jetzt aber. Ach, sehr schön. So, was haben wir denn hier? Aitis, aber wir müssen nach Missana anscheinend. So, wo ist denn das da? Ach ja, direkt der am weitesten weg ist. Ah, schönes System. So, okay. Typische Vorgehensweise. Vilios ist ein Wasserstoff-Methan-Eis-Gigant, dessen Orbit sich Ringe aus Gestein und Eis sowie zahlreiche Monde tummeln, alle angezogen aus einem Bereich, der sonst ein sekundäres Asteroidenfeld bilden würde, vergleichbar mit dem Kuiper-Goethe von Sol. Vilios ist nach einem Schurken der Asari-Mythologie benannt, der zu einer raffinierten Tierart namens Manal gehörte. Er verführte Asari-Jungfrauen, die daraufhin schrecklich deformierten Nachwuchs zur Welt brachten. In der Sage wird Vilios ergriffen und bestraft, dient aber bis heute den jungen Asari als Warnung, sich nicht mit jemandem einzulassen, dem man nicht vertrauen kann. Nee, Jungs und Mädels, so ist das. So, Shastessia. Der Wasserstoff-Helium-Gas-Gigant Shastessia ist für seine größeren Nachbarn Medokos in mehr als einer Hinsicht ein Zwilling. Die beiden sind nämlich nach semi-mythologischen Zwillingen aus der Frühzeit der Asari benannt, die über benachbarte Stadtstaaten herrschten und ihr Leben lang nach der optimalen Regierungsform suchten.
Laut Legende starb Chatessia, bevor sie ihre Vision an der Demokratischen Republik umsetzen konnte. Ihre Schwester Medokos führte das Werk dann fort und opferte ihre persönliche Macht, damit alle Grundbesitzer in ihrer Stadt ein Mitspracherecht bekamen. Historiker weisen zwar darauf hin, dass dies nicht allein aus altruistischen Motiven geschah, sondern eher um einen drohenden Aufstand im Keim zu ersticken, aber dennoch gilt diese Entwicklung als wichtiger Schritt auf dem Weg zur heutigen Regierungsform der Asari. Sehr, sehr, sehr ehrenvoll. So, Medokos ist ein Gasgigant mittlerer Größe. Obwohl seine Masse größer als die des Jupiters ist, ist er dichter und Raum kleiner. Zahlreiche Monde und Planetesimale und andere Gesteinstrümmer umkreisen Medokos, dessen Gravitation das Material eingesammelt hat, das sonst einen Asteroidengürtel bilden würde. Planetoide oder was das für ein Wort war? Limetes. Ja, das sieht aus, als hätte der Pickel. Limetes ist ein trockener Gesteinsplanet mit einer dünnen Atmosphäre aus Kohlendioxid und Kohlenmonoxid. Auf der Oberfläche gibt es Eiswasser, sowie in der Nähe vulkanischer Gebiete auch flüssiges Wasser. Der Planet verfügt über große Vorkommen von Zeoliten, die die Asari zur Wasserfilterung als Zutat für Waschmittel sowie als Material zur Abschirmung von radioaktiven Abfällen benutzen. Die Abbauanlagen werden von einer kleinen Kolonie in Betrieb gehalten, obwohl diese schon seit Jahrtausenden besteht. Treiben die Asari die Entwicklung langsam voran. Es gibt keine Anzeichen, dass die Ressourcen des Planeten zur Neige gehen. Mhm. Und auf Lissus, was haben wir da? Ah, eine schöne Welt. Lissus ist eine unbeliebte Gartenwelt, deren Eigenschaften knapp jenseits dessen liegen, was die Asari-Population für angenehm hält. Ihre Gravitation ist ein bisschen zu hoch, ihre Krankheiten etwas zu virulent und der Boden zur Landwirtschaft ungeeignet. Weitere Informationen gibt es kaum. Die Asari-Regierung hält sich beim Thema Lissus ungewöhnlich bedeckt. Normalerweise müsste eine Gartenwelt mit einer so alten Kolonie dicht besiedelt sein, aber man sieht nachts auf Lissus nur sehr wenige Lichter. Was haben wir denn hier? Ein atmosphärischen Druck von 0,75 Atmosphäre, 38 Grad Celsius, 1,23 G. Warum ist daran schlimm? So, wir haben Ashley dabei auf jeden Fall mitnehmen, ne? Und wir nehmen Ash und Edi mit, also die richtige Frauenpower. Liava auch, aber Liava ist so halb, finde ich. Also Edi ist ein Roboter, ja, aber trotzdem. So, oh Gott, das wären neue Waffen. Nein. So, da ist nichts neu. Warte mal, haben wir Waffenmods? Er hat den Schaden um 50% um 5%, also. Den Schaden. Okay, machen wir das so. Präzision ist ja eigentlich gut, dann machen wir das hier und das hier. So. So, was haben wir hier? Eine Maschinenpistole, eine neue, die hier. Aha. Ja, eigentlich in so ziemlich allen Punkten besser. So, eine Schrotflinte haben wir auch, eine neue anscheinend. Die hier. Nö. Neue Mods. Aber nichts Besonderes. Eine neue Pistole, da bin ich immer erstaunt, aber wenig Schaden. So, erhöht die Präzision. Okay, dann nehme ich lieber den Schaden und... Ne, ich bleib beim Zielfernrohr. So. Die kriegt noch einen Mod drauf. Das ist alles super. Unsere Ashley, die kriegt natürlich das mit dem normalen Präzisionsding. Dieses verlangsamte Atmen bringt der halt gar nicht so direkt, deswegen mehr Schaden. So, da nimmt ja, das ne. So, den Schaden und
Hier, die Projektile pro Magazin. So. Punkte haben wir auch wieder. Sind wir das? Das sind wir. So, 6 Punkte haben wir hier. 30 Sekunden lang das Aufladetempo aller Kräfte. Warte mal, nee, warten wir nicht. Ach, mehr Charisma ist das schon. Okay. Mehr Schaden zu Kraftbonus. Kraftdauer. Das ist ja. Immer wenn sie eine Biotik kommen, nee, dann lieber das Normale. So. Ich hätte einfach mal direkt 24. Sind das die Sachen, die wir in Teil 1 gemacht haben? Ah, die ist schon schön, ne? Muss man ja so sagen. Ich glaube, das sind die Sachen, die wir in Teil 1 gemacht haben. So, mehr Schaden. Schnelleres Aufladen. 10 Sekunden lang Schaden, die Kraft. Sie können. Nö. So. Inferno Granate Schütze. Ist das hier? Allianz Offizier. Finde ich besser als die normale Granate. So. Noch 3 Punkte. Das kostet 4. Edi hat 4 Punkte für den Täuschkörper. Eine halbe Minute. Ne, dann lieber die Schilder. So. Gibt's Informationen über die Mission, Liara? Das Asari-Oberkommando hat uns viel verschwiegen. Es geht um ein Adad-Yakshi-Kloster. Adad-Yakshi? Wie Morinth? Nein, diese Adad-Yakshi lebten in dem Kloster, damit sie niemandem schaden konnten. Aber sie sind mächtige Biotikerinnen und damit potenziell sehr gefährlich. Darum wurden Elite-Soldatinnen geschickt, um das Notsignal des Klosters zu untersuchen. Und wir lösen das Problem jetzt? Wie lautet der Plan? Falls die Gefahr besteht, dass die Adad-Yakshi entkommen, sollten die Soldatinnen das Kloster säubern. Säubern? Also zerstören. Genau dazu hatten sie schweren Sprengstoff dabei, ja. Ist das wirklich notwendig? Morinth war gefährlich, aber sind die Adad-Yakshi so eine Bedrohung? Morinth kam gerade erst in Fahrt. Adad-Yakshi hinterlassen astronomische Opferzahlen. Das Oberkommando wird erst ruhen, wenn der Ort zerstört ist. Es würde keine einzige freie Adad-Yakshi riskieren. Das wissen wir nicht. Keine voreiligen Schlüsse. Vielleicht kam das Notsignal von den Adad-Yakshi. Wenn wir den Ort für die Asari zerstören, will ich wissen, was passiert ist. In Ordnung. Sobald wir dem Oberkommando Bericht erstatten, endet das sinnlose Töten. Vielleicht hätten wir Liara mitnehmen sollen. Aus Gründen. Ja, auch Frauenpower gewesen. So. Was haben wir denn hier? Direkt. Ein weiteres Shuttle. Noch warm. Oh, ja. Ashley kommt das erste Mal mit und direkt redet sie von was warm. So. Der Fahrstuhl scheint nicht zu funktionieren. Na, wunderbar. Ja, nehmen wir doch den. Die Leiter. Ach ja, ich mag das mit den Leitern. Ich wollte sagen, ich hab's nicht gehört. Oh fuck. Vielleicht sollten wir die Taschenlampe ausmachen. Was war das? Wachsam bleiben. Warte, ich muss diesen Anzug ausziehen. Der geht ja gar nicht. Also, dass ich Servos drauf habe, erkenne ich halt nicht, ne? Ist nicht das Schlimme. Aber. Ich hab was gehört. Oh. Das war ich. Tut mir leid. Elektronische Signatur von Galae. Aha. Ach, dass sie diesen Helm aufhaben, ne? Weil unsere Stimme. Nee. Dann nehme ich die Vorteile in Kauf, ne? Wir haben ja das Geld, von daher kein Problem. PDA. Tolei, du wirst nicht glauben, was Janis reingeschmuggelt hat. Eine Kopie von Venia. Wir treffen uns nach dem Abendessen in der Bibliothek. Bring Bücher zum Lernen mit. Rila hat heute.
wie beim letzten Mal. Mhm. Arthur, zur Erinnerung. Es ist Schülerinnen nicht gestattet, einander in ihren Quartieren zu besuchen oder sich unbeaufsichtigt irgendwo zu treffen. Außerdem ist Schülerinnen der Extranet-Zugang erst nach Genehmigung durch leitende Mitarbeiterinnen erlaubt. Für diese Regeln gibt es keine Ausnahmen. Beim ersten Verstoß beträgt die Strafe einen Monat Freizeitentzug. Weitere Vorkommnisse werden mit Haft geahndet. Unser Kloster ist unsere Zukunft. Damit das so bleibt, müssen wir Opfer bringen. Wenn wir das tun, vertraue ich darauf, dass wir weiterhin die Ordnung und Ruhe genießen können, die dieser Ort uns bietet. Ja, ja, Kloster. Reaper, jetzt kennen wir den Grund für die Funkstille der Soldatinnen. Das Kloster ist sehr abgelegen. Was wollen die Reaper von den Ardat-Yakshi? Was Brauchbares? Ein Lageplan mit einem Navi-Punkt für eine Bombe. Sie befindet sich in der großen Halle des Klosters. Wenn die Asari ihr eigenes Kloster sprengen wollen, sollten wir ihnen helfen. Es scheint mir ein bisschen drastisch. Ardat-Yakshi oder nicht, eine Evakuierung hätte viele Leben gerettet. Wenn es keine Überlebenden gibt, zünden wir die Bombe in der großen Halle. Oh oh. Okay, ich dachte, da wäre was. Aber wir sind einfach nur Level aufgestiegen. Okay, ein Plan. An bei unser neuer Tagesplan. Das Wecken erfolgt nun 15 Minuten später und die Flurwachen können die Aufgabenlisten im Laufe der Woche herunterladen. Fragen oder Beschwerden bitte an mich oder Matriarchin Galea. Wecken 6 Uhr, Frühstück 6.30 Uhr, Morgenmeditation 7 bis 10 Uhr, Hausarbeit 10 bis 12, Mittagessen 12. Das geht also 0 Minuten. Unterricht 12.45 bis 17 Uhr, Lernzeit 17 bis 18, Abendessen 18. Das geht auch 0 Minuten. Abendmeditation 19 bis 20 Uhr, Freizeit 20 bis 22, Nachtruhe 22 Uhr. So ist das. Aha. Meditation. Ein interessanter Ort. Oha. Kann ich bei dem Terminal, wenn das da so aktiv aus. Ein uralter Tempel, trotzdem modern. Das sind halt Asari, ne? Achso. Irgendwie fehlt mir das richtige Hackenboss. Ne, jetzt muss ich einfach E drücken und dann war's das. Gut. Ich hätte sie fast nicht gehört. Samara. Es ist eine Weile her, Shepard. Freut mich, Sie zu sehen. Die Verderbnis reicht hier sehr tief. Schön, dass Sie beide sich kennen, aber wie kommen Sie hierher? Ich kenne das Kloster gut. Meine Töchter leben hier und ich suche nach ihnen. Nur Ihre Entschlossenheit kann uns retten, Shepard. Ach ja, Samara. Sind Ihre Kinder eine Bedrohung? Wir haben Ihre andere Ardat-Yakshi-Tochter gejagt. Sind die hier genauso gefährlich? Falair und Rila haben die Klosterregeln seit ihrer Ankunft strikt befolgt. Sie haben keinerlei Hang zur Gewalttätigkeit. Und Sie sind hier, um sie zu retten. Ich habe die Verantwortung für Sie. Und das gilt auch, wenn gerade unsere Galaxie zusammenbricht. Okay, wir helfen. Gehen wir zusammen. Vielleicht wissen Ihre Töchter, warum die Reaper angegriffen haben. Sie haben sicher viel zu erzählen. Ich habe sie seit Jahrhunderten nicht gesehen. Die Zeit wird knapp. Wir sehen uns wieder. Ich lenke diese Kreaturen ab. Halt! Gehen wir. Ja, ja, Samara. Die war halt auch immer so eine extrem OP-Person, ne, als Begleiterin. Ich hab die gemocht. Sagen Sie ihr, es tut mir leid.
traurig, traurig. So, was war denn hier? Das war vermutlich die erste Angriffsposition der Reaper. Glauben Sie, das Kloster wurde vorgewarnt? Kaum Anzeichen von Widerstand. Hier war wohl niemand gewarnt. Ja. So, da ist die große Halle. Ich gucke erstmal, ob ich hier noch was finde. Munition zum Erbersten. Was ist das denn? Was zur heiligen Maria? Jawohl, kann man die überhaupt mit Biotik angreifen? Was zur heiligen Maria war das denn, bitteschön? Eieiei. Ja, nee, weiß jetzt auch nicht, was das war. Na, wunderbar. Jemand schießt ja auf uns. Wahrscheinlich die Gegner. Die Asari wurde einer Reaper-Umwandlung unterzogen. Wir müssen das Asari-Oberkommando informieren. Na, wunderbar. So, die große Halle dürfte sich dahinter befinden. Mutter, du bist da! Ich kam, sobald ich konnte. Shepard, das ist Falair, meine Jüngste. Sie und ihre Schwester Rila sind Adat Yakshi. Sie... Mutter! Sie haben Rila! Was? Einige von diesen Kreaturen haben sie in die große Halle geschleppt. Ich wollte dorthin. Was machen die Reaper hier? Sie ernten uns. Sie verwandeln uns in... das da. Monster. Bitte, das darf mit Rila nicht passieren. Die Adat Yakshi sind unschuldig? Die Asari dachten, die Adat Yakshi wären an dem Angriff schuld. Aber wir leben hier. Die meisten von uns sind gerne hier. In diesem Kloster können Adat Yakshi Frieden finden. Falair sagt die Wahrheit, Shepard. Ich bürge für sie, voller Stolz. Ich glaube ihnen. Dann müssen wir uns beeilen. In der großen Halle liegt eine Bombe. Eine Bombe? Wollen Sie denn niemanden retten? Wir versuchen es, aber dieser Ort muss weichen, Falair. Sie klingen wie die Soldatinnen. Und die haben niemanden geholfen. Falair? Tut mir leid. Die große Halle. Sie sucht nach Rila. Ach, komm! Wir treffen uns dort. Bitte schnell! Ja, ich würde ja auch gern so runter, ne? Aber wenn ich das mache, dann breche ich wieder Knochen. So. Ist das hier richtig? Trotz dieser Zerstörung ist der Großteil des Schadens am Kloster kosmetischer Natur. Ach was. Ein erheblicher Teil des Komplexes ist strukturell intakt. Noch. Das bringt jetzt nur nichts, weil wir kommen hier nicht runter. Oh. Diese Tür habe ich gesehen. Da wollte ich hin. Deswegen bin ich ja hier hingelaufen. Was? Angriff von mehreren Seiten? Nein. Verbrennung. Betäubungsschuss. Schockwelle. Hallo, ich meine, wir sind hier in einem
Asari-Kloster, dass wir da mit Biote kämpfen müssen, ist doch wohl selbstverständlich. Alles da? Alles super, alles klar. Alles klar hier. Eine Disciple. Ich nehme die mal lieber nicht direkt. Ich weiß ja, was dann passiert. Haben wir wieder so eine Pistole, die einfach mal, womit ich wenigstens mein Popo abwischen kann, nachdem ich Durchfall hatte. So. Was ist denn hier? Hier ist eine Waffenmodstation. Nein. Ein Wandsafe. 5000 Credits. Ein Computer. Von Yetra. Ich habe die diesjährigen Kandidaten für begleitete Besuche auf Tessia durchgesehen. Ich genehmige alle, bis auf Janis. Sie ist impulsiv, raffiniert und, was am schlimmsten ist, eine Romantikerin. Eine schlechtere Kombination können wir gar nicht aus unseren Mauern nach draußen lassen. Ich finde es verdächtig, dass sie überhaupt auf der Liste stand. Wir sollten dem nachgehen und hoffen, dass das nicht auch von Janis manipuliert wurde. Es kostet sehr viel Zeit und Mühe, die Regierung von Tessia zu überreden, dass unsere besten Schülerinnen ihre eigene Heimatwelt besuchen dürfen. Solange Janis nicht erwachsen ist, gehört sie jedenfalls nicht dazu. Und da ist noch ein anderer. Ich habe das neue Mädchen in eine Zelle sperren lassen. Die Justikarin, die sie zu uns gebracht hat, Justikarin Fora, sagte, sie habe Probleme gehabt, die Gefangenen zu überzeugen, dass ihre Verbindung ins Kloster, Verbringung ins Kloster wirklich notwendig ist. Das könnte erklären, warum das Mädchen ihre Wache angegriffen hat. Sie kann von Glück sagen, dass Fora dabei nicht zugegen war. Der Kodex der Justikarin hätte eine Hinrichtung gefordert. Ich werde andere Justikarinnen befragen, wie weit Fora bei der Anwendung des Kodex gehen darf. Es ist nicht das erste Mal, dass ihre Gefangenen völlig verängstigt hier ankommen, aber es war mit Sicherheit das letzte Mal. Mhm. Ich will eine Pistole haben. So. Naja, ein Kloster ist schon, muss man halt schon für gemacht sein, glaube ich. Was ist denn jetzt los? Nein, nicht schon wieder. Ach, komm. Na, es bringt halt gar nichts, ne? Ist das Money? Oh, shit. Tot? Ich weiß es aber nicht so. Hoffen wir es mal. Eins, zwei, drei oder vier Schüsse reichen ja immer bei diesen Dingern zum Glück. Eins, zwei, drei. Ja, drei. In der Regel drei, tatsächlich. Ist halt echt ein guter Wert. Ich mag meine Pistole halt einfach. Ich glaube, nichts kann mich in Mass Effect mehr überzeugen. Ach komm, ich schon wieder sowas. So. Aha, ich mag das, wenn Wasser irgendwie indoor ist. Das hat immer was Schönes. Wow. Was haben wir hier? Ein Sturmgewehrpräzisionszielfernrohr. Das ist ein Wort, wie es im Duden steht, bestimmt. Ist da in der Mitte noch was? Eine Asari-Leiche. Noch eine gefallene Elite-Soldatin? Ihr muss völliges Chaos geherrscht haben. Oder sie sind in Panik geraten. Asari-Elite-Soldatinnen sind außergewöhnlich gut ausgebildet. Diese hier hatte lediglich Pech. Hoffentlich hat sie noch ein Dutzend Reaper-Freaks erledigt, bevor es sie erwischt hat. Hm. Hoffen wir das auch. So. Ach, der Vorschub funktioniert da. Das ist super. Alle rein? Alle rein. Bum, bum, bum. Ja, dieses Fahrstuhl fahren, ne? Ah. Oh shit, wer ist da hinten? Samara. Wow. Die große Halle. Da ist die Bombe. Und war leer. Valer, Rila hört uns nicht. Sieh doch,
Sie lebt noch. Ich weiß. Aber es geht Rila nicht gut. Rila ist noch keine von denen. Unmöglich. Sie muss nur aufwachen. Ja, da ist wohl irgendwas passiert. Ich will aber erstmal gucken, kann ich hier... Ist hier noch irgendwas? Nicht, dass ich hier den Raum zerstöre und dann ist da am Ende noch was Wichtiges. Was ich übersehen hätte. Eine Bombe, die ich untersuchen muss. Noch eine Asari. Zwei sogar. Hier ist nix. Okay, untersuchen wir die Bombe. Rila? Rila, hörst du mich? Indoktriniert. Warum hat sie das getan? Weil sie sich in eine Kreatur der Reaper zu verwandeln beginnt. Tut mir leid. Können wir die Bombe zünden? Wir brauchen einen Zünder. Na, wunderbar. Die Soldatinnen hatten einen. Wir müssen ihn finden. Später. Oh Gott. Zwei von denen? Ja, natürlich. Ist absolut, ist ey klar. Wenn sonst nichts ist, dann direkt zwei. Das ist, aua. Na, wunderbar. Gar kein Problem. Ich hab's gehört, ich würde alles, was wir hier. Aua. Alles, was wir hier machen, nichts bringen. Keine mehr da. Für den Moment. Hoffen wir. Zur Bombe. Das ist Geräusche. Rila, was tust du da? Für mich ist es zu spät. Da kommen Hunderte. Geh. Los! Nein, Rila! Ich liebe dich. Sind nicht eure Sklaven. Rila, wir konnten uns nicht mal verabschieden. Wenige brechen den Griff der Reaper.
Rilas Wille war ebenso stark wie ihre Liebe zu dir. Wir haben sie sterben lassen. Rila hat ihre Wahl getroffen. Sie hat mich daran erinnert, warum ich geschworen habe, dieses Leben zu führen. Nämlich? Valer. Laut Kodex darf eine Adat Yakshi nicht außerhalb eines Klosters leben, das nicht mehr existiert. Was soll das? Tut mir leid, Shepard. Unser Kodex. Es gibt nur eine Rettung für Valer. Mutter, nicht! Meine Töchter, ihr wart viel stärker. Loslassen. Was tun Sie da? Dem Kodex folgen. Indem Sie Ihr Leben wegwerfen? Ich töte meine letzte Tochter nicht. Das musst du auch nicht. Valer? Ich bleibe hier, zu Hause. Egal, was daraus geworden ist. Ohne ordentliches Kloster? Ich hätte gehen können. Ich brauche kein Gebäude, um meinen Kodex zu ehren. Und die Reaper bekommen mich niemals lebend. Versprochen. Dann erlaubt es der Kodex, dass du bleibst. Wenn der Krieg vorbei ist und ich noch lebe, besuche ich dich als Justikarin. Ich würde es verstehen, wenn Sie Valer hier helfen wollen. Das muss warten. Vorher helfe ich gegen die Reaper. Ich rede mit Valer und schließe mich Ihnen dann an. Wenn Sie wollen. Wäre mir eine Ehre. Mir auch, mein Freund. Hier unten ist alles geklärt. Bringen Sie das Shuttle her. Jawohl, Commander. Ich folge einfach dem Rauch. Commander, ich bin erfreut, dass die Adat-Yakshi-Situation bereinigt wurde. Ich nehme an, dann sind Sie unter Kontakt beim Asari-Oberkommando, Ratsherrin. Ich überbringe lediglich den Dank der Asari für die Durchführung einer schwierigen und heiklen Mission. Die nächsten Soldatinnen, die wir zum Kloster schicken wollten, sind jetzt unterwegs zu Admiral Hackett. Leben Sie wohl, Commander. Genau so ist es. Also würde ich sagen, bis zur nächsten Folge und tschüss.